Kindertore, schön, dass Sie wieder bei mir reinschauen. Heute bin ich mit euch in Südschweden auf dem Grenzö-Sleden unterwegs. Das ist ein Wanderweg im Naturreservat Grenzö. Wo liegt das Ganze? Bei Västervik in Südschweden an der Ostsee. Und Grenzö ist eine sehr schöne, beschauliche Halbinsel, auf der sich gut wandern lässt. Der ganze Rundweg mit Grenzö-Sleden wäre 12 Kilometer, man kann aber auch variieren und das ist das Tolle für Kinder. Ihr könnt ja jederzeit kürzen. Also kommt's mit, wandern wir ein bisschen. Ja, die Wege hier auf Grenzö auf der Halbinsel sind sehr gut ausgeschildert. GPS könnt ihr zu Hause lassen. Über einen gepflegten Schlosspark geht es zum Schloss Grenzö. Das Schloss Grenzö wurde im Jahr 1807 von Olaf Johann Risselgjöld erbaut und im Laufe der Zeit erweiterte sich stetig. 1993 kam es zu einem fatalen Unfall. Bei Renovierungsarbeiten brannte das fast das ganze Schloss ab und wurde mühsam wieder aufgebaut. Wenn es warm genug ist, wenn man warm genug sein und ihr auch Badesachen dabei hat, könnt ihr hier am Schloss Grenzö und springen. Hier vom Schloss aus haben wir auch einen tollen Blick auf Västervik. Ja, und das Tolle hier auf Grenzö ist einfach diese Verbindung aus Wald, engen Trails zum Wandern, die sehr gut ausgeschildert sind und mehr. Vor allen Dingen könnt ihr auch abkürzen, wenn ihr wollt, wenn es den Kindern zu viel wird. Und ihr geht dann einfach eine kürzere Strecke. Ihr müsst nicht die kompletten 12 Kilometer von den Grenzö-Sleden gehen. Und es macht trotzdem allen Spaß. Ihr seid im Wald unterwegs, habt Schatten und ihr könnt baden gehen, wann immer ihr wollt. Wo könnt ihr so jetzt was sonst? Jetzt sind wir auf der Halbinsel Grenzö auf einem Bohlenweg unterwegs. Der Bohlenweg hat natürlich nichts mit Bieterbohlen zu tun. Es sind hier Holzbohlen verlegt, dass man nicht in den Morast einsinkt. Was sonst? Für die Kinder ist es natürlich jetzt ein Abenteuer, hier ein paar hundert Metern auf diesen Bohlenweg zu gehen. Ihr seht schon selber, der ganze Weg ist teilweise sehr, sehr ruppig und deswegen für Kinderwägen nicht geeignet. Da braucht sie schon eine Kraxe, dass sie hier mit den Kindern vorankommt. Ja, und hier haben wir wieder diese Scheren vor Grenzö, vor der Halbinsel, diese typisch kleinen Felseninseln. Ja, meine Lieben, hier auf Grenzö, da passt es. Hier trifft Meer im Wald aufeinander und es ist wunderbar. Ihr könnt hier Rad fahren, ihr könnt hier wandern, ihr könnt hier paddeln, ihr könnt hier schwimmen gehen und es ist unglaublich ruhig in diesem schönen Naturreservat. Schaut vorbei, ich wünsche euch viel Spaß dabei in Südschweden an der schwedischen Riviera. Macht's gut, für den Servus, euer Uwe.